bin, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video. Ich sehe auch gerade meine Haare stecken irgendwie komisch aus. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt oder schön, dass du eingeschaltet hast. Wir feiern Leonies Geburtstag. Jetzt so richtig, ne? An dem 21. Sie kam jetzt von der Schule und wir lassen sie erstmal nicht rein in die Küche, weil die Oma macht für sie noch lecker Torte. Und die ist wirklich sowas von lecker. Ich habe jetzt ein paar Tricks bekommen, gezeigt und auch so ein paar Tipps gegeben. So eine lecker Quark-Cremetorte. Wahnsinn, dass man die so lecker machen kann, wusste ich nicht. Kann ich sogar, die nicht backen kann, sogar ich würde bestimmt den sehr, sehr gut hinkriegen. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren mit Leonie. Ja, wir haben schön reingefeiert. Und die Kinder gingen dann zur Schule, ne, wenig Schlaf, aber die sind fit, trotzdem sind fit, alles gut. Ja, und wir genießen heute einfach nochmal den Tag mit Familie, weil morgen ist Dienstag, heute haben wir Montag. Dienstag fahren dann Oma und Opa recht früh direkt nach dem Frühstück um 8, 9 Uhr nach Hause, nach Hessen. Und ja, deswegen genießen wir das alles nochmal schön heute. Und gleich kommt auch noch die liebe Hilde. Ja, ohne sie geht das natürlich auch nicht. Sie ist unser Schatz in unserer Familie. Sie ist unsere Familie auch. Ja, und darauf freue ich mich. So, jetzt gehe ich weiter die Torte abfilmen und gucken, wie sie geworden ist. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. Die Hilde hat da Leonie so ein schönes Geschenk gebracht. Schnell, schnell einkaufen, schnell auspacken. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Leonie. Happy Birthday. Es waren weniger Leute da und dann habe ich mir Sahne genommen. Wie so, ne? Oh, das ist sehr sahnig. Aber durch die rote Grütze, ne? Ja, ja, das ist süß, ne? Also optisch. Blase, Blase, mein Hase. So schön, ich liebe das einfach. Wie das hier auf dem Feld so diese aufgebaut ist, ne? So diese Kreise und Quadrate. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich professionell nennt. Tut mir auch leid, wenn ich das nicht kann sagen, aber ich nenne immer diese Rollen, Heurollen. Ne? Es gibt schnelles Essen heute. Ich habe keine Lust. Ich habe Eier aufgestellt. Ich habe hier zwei
Pak Choi 2 habe ich noch übrig. Dann ein bisschen Fleischwurst rein. Das habe ich jetzt dann noch so ein Chiliöl, Olivenöl reingemacht. Und auch normales Öl ein bisschen. Das brate ich jetzt so ein bisschen an. Dann köchele ich das. Köchele ich das einfach mal ausruhen vom Wochenende und so. Es war sehr, sehr schön. Es war, also ich bin so glücklich, dass meine Schwiegereltern da waren. Die hätten nächste Woche den Termin. Sie haben nächste Woche Termin. Sie haben verwechselt. Ja. Sie konnten noch länger bleiben. Ja, oh, Anissa so schade. Ist so, enttäuscht. Die hat mir so einen heulen Smiley geschickt. Ja, oh Mann, so enttäuscht. Echt. Also, oh, so können die Schwiegereltern noch bleiben. Die haben ja Urlaub. Also mein Schwiegervater ist ja Rentner schon. Hat Anna was gegessen? Ja, die hat gut gegessen. Zwei ganze Bärenwürstchen und hat halt so eine Nudeln noch. Ja, und meine Schwiegermama arbeitet ja noch voll und ja, sie hat Urlaub halt, ne? Aber sind eben weggefahren, weil sie dachten, am Dienstag haben die Kinder von meinem Mann, dem Bruder, die jetzt das letzte Mal da waren, dass die halt Kieferorthopäden-Termin haben. Naja, aber trotzdem war es ein sehr, sehr schönes Wochenende. Mit uns gemeinsam. Hast du uns gefunden, Schatz? Moment, wir suchen gerade wieder nach einem türkischen Film, nach einer türkischen Serie. Nee, Schatz, ich zeig dir, wie das aussieht. Ich habe jetzt mit meinem Mann die Serie gefunden. Ja, hier habe ich jetzt die drei Päckchen, ein bisschen Wasser. Ja, ne? Mehr brauchen wir nicht, Sojasauce gleich. Dann serviere ich das in jeden Teller. Das zeige ich euch gleich dann mit einem gekochten Ei drin. Ne? Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Water. Water, please. Und wisst ihr, was Xenia entschieden hat? Xenia hat entschieden, Englisch zu lernen. Ich werde mich nur schlau machen nach einem guten Buch. Und ja. Und ich frage die liebe Leila, vielleicht hat sie für mich ein englisches Buch, wo ich lernen kann. Muss ich mal fragen. Ja. Dann kann ich das eventuell ausleihen. Ja, ich könnte natürlich auch in Bücherei ausleihen, aber ich bin da immer so. Ich weiß nicht, warum ich Bücherei nicht mag. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich das auch eigentlich. Vielleicht könnte ich eigentlich bei Bücherei auch Bücher ausleihen. Vielleicht lohnt sich das, um dann. Ne? Hast du gelesen, gibst du ab, du hast dann halt diese Zeit der Abgabe, ne? Aber du kannst das ja bestimmt auch dann verlängern oder eben, ja, ne? Was ist dreifach? Ein Film? Der Film von Alicia Kamerad, weil eine Serie 2 Stunden geht. Eine Serie 2 Stunden? Ja. Oh. Ja, 2 Stunden können sich aber nicht alle 40 Serien ergeben, Schatz. Dann läuft hier eine Serie 5 Minuten oder was? Stimmt ja was nicht. Ja, Baba, tschüss. tschüss. So. Ja, so ein schnelles Mittagessen. Gleich kommen die Jungs nach Hause. Und die machen sich das dann auch selbst. Die machen das dann noch besser, die kreieren das, ne, mit, ach Gott, mit allen Sachen möglichen, die man, keine Ahnung, wie man das macht, aber die Fantasie, ne, da lasse ich sie auch immer alleine machen, ist ja auch schön, ne, muss auch mal sein. Wir haben, oha, doch so viele, also bin gespannt, keine Ahnung, ich blende hier Film ein, falls ich nicht vergessen tue. Und vielleicht mögt ihr ja auch so türkische Serien. Bestimmt kann man sie auf Deutsch gucken oder so. Wir gucken das natürlich jetzt gerade auf Russisch. Genau, weil das ja. Wir verstehen die Sprache halt. Ich weiß, ich finde sehr schön die Sprache und warum auch nicht. Ne? Ist ja egal, was für eine Sprache der Mensch spricht. So.
lasse ich das erstmal köcheln. Ich glaube, so ein bisschen weniger. Und die Eier kochen auch schon. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich finde die Orchidee einfach so, so süß. So eine Mini-Orchidee von der lieben Hilde. Einfach so krass. Die riecht auch so gut. Ich hoffe, ich kann sie einfach hier stehen lassen. Dass sie hier ist. Die ist echt? Die ist echt, ja. Das ist eine, das ist eine mini süße Mini-Orchidee. Und dann hat meine liebe Hilda, das zeige ich euch oben, am Abend, wenn wir hochgehen, so ein Blue-Schaum, Body-Schaum. Kannte ich zuvor so nicht. Finde ich mega geil. Meine Haut riecht so gut und super weich. Cool. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Firmennamen, so wie Ballet und sonst was. Ich weiß nicht, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben. Ansonsten mache ich mich selber schlau, weil das habe ich jetzt für cool gefunden. Den Schaum, den tust du einfach auf die Haut und zack. ist auch gut, ne? Das fettet nicht oder so. Ich muss ein bisschen gucken, dass die Eier hier. Genau, für meinen Körper brauchst fettige Haare. Ja, der ist reichhaltig. Guck mal, meine Haut ist super weich, wenn du das anfasst. Und das duftet so schön immer noch. Zuerst duftet es intensiv nach so Beeren und also Pflaume ist das eigentlich dort. Und danach ist es so fein und ja, die Haut ist mega weich. Und das ist ja der Schutz quasi, Leo. So, ne? Oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade biete. So, bis gleich. Unser schnelles Essen entstanden für meinen Mann und für mich. Also, guten Appetit. So, meine Lieben, inzwischen ist es ein ganz anderer Tag. Ja, ich konnte an dem Tag da gar nicht mehr weiterfilmen. Wir haben einen Film angemacht, eine Serie und da waren wir auch total weg. Ja, ich habe meine Haare sind gräulich. Habe ich mit meinem Linola Shampoo gerade aufgefrischt. Also einfach mit Shampoo und diese Maske. Das mag ich so, diesen lilanen Stich. Diesen lila-grauen Stich. Habe auch ganze Öle reingemacht. Und Pflege. Lasse ich jetzt so. Luft trocknen. Was ich euch zeigen wollte, hat mir die liebe Hilde mitgebracht. Hier ist so eins von Baloo. Ich kenne das gar nicht. Also, Moment. So, das ist diese Schaumlotion. Das kenne ich gar nicht. Lame Kisses. Baloo. Ja, pflegender Cremeschaum. Und wisst ihr, wie cool das Ding ist, also das riecht total süß, ja, weil das hier diese Pflaumen hat, ne, das hat hier diese Pflaumendings drin und nicht zum Verzehr, ja, auf ganzen Körper kann man das auftragen und ich muss sagen, das ist echt megatastisch. Megatastisch, ich rede so. Ich zeige euch mal, schaut mal, also, ne, ich weiß nicht, wer das schon kennt, vielleicht gibt es auch in anderen Marken, ne, und das ist so, ne, das ist so fein, man hat das zack, 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 eingearbeitet, es fettet nicht, es klebt nicht, es duftet mega, mega gut, ne, seht ihr das, das ist richtig, richtig cool. Wow, einfach. Ich liebe es. Also, Wahnsinn. Und ich werde mich mal vielleicht heute schlau machen. Fahre ich mal mit den Mädels mal ein bisschen shoppen und Videos machen gleichzeitig. Auch würde ich sehr, sehr gerne nachschauen, ob es von anderen Marken sowas gibt. Und dann werde ich mir auf jeden Fall von den anderen Marken holen und ausprobieren. Ja, also Leonie hat gesagt, sie will das nicht, das ist für sie arg zu süß, aber okay, ne?
Für mich ist es diese fruchtige, ich liebe dieses. Aha, ich könnte das wirklich essen. Und ich liebe Pflaumen. Ich liebe Pflaumen so sehr, das ist einfach der Wahnsinn. So, jetzt mache ich mich noch ein bisschen mehr fertig. Nachher will ich das Ding ausprobieren von Action, so ein Lockenstab. Ist wohl sehr, sehr gut, hat Leonie ausprobiert. Und ja, mische ich auch. Ich mache mir ins nasse Haar immer mal gern Parfüm rein. Das riecht dann so gut. Also das Parfüm ist von Action, das günstige. Der hält aber trotzdem sehr, sehr gut. Das macht mich mega glücklich damit. Und ich liebe ganz, ganz viel davon. Ich liebe Rosenduft, ja, auch. Ganz viel davon machen, ganz, ganz viel. Die geht bei mir aber auch schon fast leer. Die Anna ist jetzt wach. So, jetzt geht's ab zum Frühstücken. Ich greife mal mit den Fingern, sorry, in die Kamera. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video, dieser Vlog, dieses alles Kuddelmuddel zusammengeschaufelt, gebastelt, hat euch dennoch gefallen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, ich sehe einfach, wir wachsen. Es ist so schön, es macht mich so stolz. Ihr seid so, so lieb. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über eure Däumchen, über eure Kommentare natürlich wie immer. Und über ein kostenloses Abo würde ich auch mich sehr, sehr, sehr freuen. Es kostet euch wirklich 0 Cent, gar nichts. Natürlich, aber auf freiwillige Basis. Bitte nicht gezwungen fühlen, dass ihr unbedingt abonnieren müsst. Nur wenn mein Kanal euch, mein Content alles zuspricht, ich als Person auch, dann natürlich gerne abonnieren. Gerne abonnieren, dann wachsen wir einfach mehr und mehr weiter. Und ja, ist einfach schön, ne? Was soll ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas erwähnen. Kann sein, dass ich etwas vergessen habe. Kann wirklich sein. Das ist aber Xenia, typisch Xenia. Demnächst natürlich, ich arbeite daran, wahrscheinlich werde ich das eher am Wochenende machen, mit den Nägeln, weil bei der Leonie halten sie nicht. Das habe ich, glaube ich, irgendwo schon erwähnt wahrscheinlich. Wenn nicht, auf jeden Fall wiederhole ich mich wahrscheinlich vielleicht noch mal gerade. Ich mache aber ein Video mit den Fäden, mit Fiberglasfäden. Das klappt sehr gut und die halten auch bei ihr. 3 Fingernägel haben wir gerade ausprobiert. Die restlichen macht sie zum Wochenende ab und da machen wir dann dieses Nagelvideo. Das haben ja einige angefragt und gefragt, ob ich das detailliert machen kann. Was wollte ich noch? Ja. Irgendwas wollte ich noch, aber ich habe es vergessen. Ich rede mich jetzt nicht hier lang drum herum, klaue euch die Zeit. Ich wünsche euch einen super, super tollen Mittwoch noch und ja, bleibt gesund, das ist das Wichtigste und startet sehr schön und gesund in den Donnerstag. Hab euch alle lieb. Tschüsschen, eure Xenia.